Hallo, mein Name ist Flash und in diesem Video zeige ich dir 15 einfache Bauideen für Minecraft Halloween. Die sind super einfach nachzubauen, es geht ganz, ganz schnell, jede einzelne Sache da zu bauen und ich werde euch alles Schritt für Schritt zeigen, also macht euch dort überhaupt keine Sorgen. Für mehr von solchen Videos, falls ihr auch nicht verpassen wollt, wie man Basen, Farm oder auch andere Sachen bauen kann, einfach gerne ein Abo da lassen, ist für euch nur ein Klick und für mich eine sehr große Unterstützung. Schaut vor allen Dingen auf meinem zweiten Kanal vorbei, denn dort gibt es Tutorials, die es auf diesem Kanal zum Beispiel gar nicht gibt. Der erste Link dazu ist in der Videobeschreibung und schreibt mir in die Kommentare, wo ihr Probleme habt, wo ich als nächstes dazu ein Tutorial machen soll. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Als letztes zeige ich euch, wie man ein ganz einfaches Grab bauen kann. Dafür würde ich euch eher empfehlen, erstmal Potzold drunter zu platzieren. Wenn nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Das Ganze ist super einfach. Wir nehmen uns als erstes ganz normale Steinblöcke und platzieren zwei nebeneinander und darauf dann eine Steintreppe, die nach innen zeigt und eine, die genau dagegen, sodass wir hier so einen Halbkreis circa haben. Dann nehmen wir uns einmal vermoosten Stone Brick Stairs und vor allen Dingen auch ganz normale Stone Brick Treppen und werden diese komplett zufällig angeordnet dort ran platzieren. So, ich mache das Ganze einfach so. Und dann haben wir auch schon ein Grab, was ziemlich abgeranzt aussieht, aber genauso sollte es ja auch aussehen. Machen wir weiter. Ein weiteres Grab, was richtig einfach ist, ist wirklich einfach nur, dass wir Basalt nehmen, also mal einen Block aus dem Nether und platzieren einfach nur zwei in einen Boden rein. Am besten so, dass sie allerdings nach oben zeigen, weil dort die Fläche ein bisschen besser aussieht. Dann nehmen wir uns einfach einen Blumentopf und werden eine Wither-Rose dort rein platzieren. Die Wither-Rose bekommt ihr, falls ihr einen Wither getötet habt. Dann machen wir auch direkt weiter und platzieren dahinter einen Amboss, allerdings so, dass die beiden Richtungen so nach außen zeigen und nicht so, sondern es muss schon so sein. Und darauf platzieren wir einen Wither-Skelett-Kopf, den ihr bekommt, wenn ihr Wither-Skelette killt, den ihr natürlich auch brauchen werdet, um zum Beispiel den Wither nachher spawnen zu können. Allerdings eine sehr kleine Sache, die man ganz einfach umsetzen kann. Jetzt zeige ich euch allerdings, wie man auf jeden Fall das beste und detaillierteste Grab bauen kann. Und zwar nehmen wir dafür einfach Polished Andesite und werden da einfach ein Quadrat einmal platzieren. Und dann nehmen wir uns einfach die passenden Treppen dazu und werden diese einmal hier rechts und einmal hier links drauf packen, dass das Ganze so aussieht. Dann müssen wir hier einfach mal ein Loch graben, was genau drei Blöcke nach vorne geht und zwei Blöcke einfach nur in die Seite. Und das bauen wir einfach mal drei Blöcke tief. An die unterste Schicht nehmen wir dann einfach Eichenholzbretter und werden diese komplett einmal ersetzen und einmal einen kleinen Ring drumherum ziehen und hier ebenfalls. Denn nun nehmen wir uns einfach Altare und werden diese so platzieren, okay, ist falsche Richtung, so platzieren, dass die höhere Seite nach innen zeigt. Also hier, ihr seht das, geht schräg nach oben, dass die höhere Seite muss nach innen zeigen. Also müsst ihr von außen platzieren und das auf beiden Seiten. Jetzt nehmen wir uns einfach Coarse Air Dirt und werden einfach hier einen Ring drum ziehen und das Ganze so dreckig wie möglich machen. Und nun haben wir ein Grab, was wirklich sehr realistisch aussieht, weil das sieht aus, als würden die Sargtüren nach außen gehen und praktisch schon sich schon öffnen. Kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt zeige ich euch, wie man wirklich eine richtig gute Vogelscheuche bauen kann. Dafür nehmen wir uns erstmal ein Fass und platzieren das so nach oben gerichtet hin. Nehmen uns dann einmal ein Dark Oak Fence, also ein Schwarzeichenholzzaun, und werden diesen darauf platzieren und darauf einen Heuballen. Auf diesen Heuballen werden wir dann einfach eine Kürbislaterne nehmen und diese darauf platzieren und dann links und rechts vom Heuballen jeweils noch einmal einen Schwarzeichenzaun platzieren. An den rechten Schwarzeichenzaun, der von diesem Heuballen abgeht, werde ich dann einfach eine blaue Laterne, also eine Nether-Laterne platzieren und links eine Kette. So. Und dann nehmen wir uns einmal einen Steincutter und werden diesen so drauf platzieren, dass diese Säge mit der flachen Seite nach vorne zeigt. Ich meine, zur Seite zeigt so. Und dann nehmen wir uns auch Schwarzeichenholz-Trapdoors und werden diese dort einmal drumherum platzieren. So, so. Und dann würde ich auch einmal das komplett drum machen, dass das Ganze so aussieht. Und schon haben wir eine richtig gute Vogelscheuche. Als nächstes machen wir Folgendes, und zwar machen wir eine schöne Kürbisschubkarre. Dafür machen wir Folgendes und werden hier vorne erstmal einen Dispenser hin platzieren und machen ein Loch davor. Dann platzieren wir einfach einen Rüstungsständer dort rein und werden den Dispenser einfach auslösen, so dass der Rüstungsständer genau in diesem Loch spawnt. Dann machen wir einen Carve Pumpkin, also einen geschnitzten Kürbis darauf, so. Ziehen dann eine kleine Reihe dahinter hoch, und zwar so, dass wir nämlich über diesen Kürbis einen nach unten gerichteten Pisten platzieren können. Aber da muss ein Block frei sein, denn dort muss anschließend dann ein Komposter hin. Wenn wir jetzt dann diesen Pisten auslesen können, dann seht ihr schon, glitscht sich dieser Komposter direkt in diesen Rüstungsständer rein und man sieht den Kürbis immer noch von oben. Dann nehmen wir einen Grindstone und werden diesen an eine Seite einmal platzieren, so. Dann einfach mal ganz normale Eichen-Trapdoors an die zwei zur Seite zeigenden Seiten. Und dann machen wir hier vorne nochmal so einen
Schwarzeichen-Zauntor und werden das aufklappen. Und schon haben wir eine Schubkarre mit einem Kürbis drinne. So soll das Ganze aussehen. Für die nächste Sache nehmen wir uns einfach nur einen Respawn-Anker und werden diesen einfach mal befüllen mit einem Glowstone. Dann nehmen wir uns Schwarzeichen-Trapdoors. Passt auf, dass ihr sneakt, weil ihr dürft nicht rechtsklicken auf diesen Respawn-Anker, ansonsten fliegt alles in die Luft. Und werden an jede Seite einmal eine Falltür ranplatzieren. Die können wir dann ranklappen. Und Leute, wenn wir jetzt einfach mal das Ganze zur Nacht setzen, dann könntet ihr natürlich irgendwie versuchen, noch ein paar Hexen noch zu euch zu besorgen. Denn das sieht natürlich aus wie so ein Hexenkessel. Gerade auch mit der Animation. Also wäre auf jeden Fall schon mal sehr passend. Die nächste Sache ist ein bisschen schwerer zu bekommen für die Leute, die in Survival spielen. Allerdings trotzdem nicht unmöglich. Und zwar brauchen wir nämlich einmal Skelettköpfe und Wither-Skelettköpfe. Wither-Skelettköpfe sind allerdings leichter zu kriegen im Survival. Und zwar werden wir dort erstmal komplett unabhängig von irgendwelcher Symmetrie oder sonst was einfach versuchen, so unregelmäßig ein paar Köpfe zu platzieren. Steine benutze ich einfach nur, damit ich hier komplett zufällig irgendwas platzieren kann. Und die Steine mache ich jetzt wieder weg zum Beispiel, damit diese Köpfe eben schweben. Genau das, was sie auch tun sollen. Und dann hängen wir einfach an die Köpfe Laternen ran. Und dann haben wir auf jeden Fall auch nochmal ein richtig cooles Feature, was wir gebaut haben. Und zwar im Dunkeln sieht das Ganze auch sehr, sehr gut aus, wie man hier sehen kann. Also es sieht schon sehr, sehr gruselig, sag ich jetzt mal aus. Als nächstes bauen wir erstmal Draculas Thron. Und dafür nehmen wir uns erstmal rote Wolle und werden zwei hintereinander platzieren. Und dann nochmal zwei nach oben ziehen, wie so ein L. An diese Sitzfläche werden wir jetzt einfach einen roten Banner nehmen. Hier ist er. Und diesen erstmal da dran platzieren. Hier vorne platzieren wir eine Crimson Trapdoor, also eine Crimson Falltür, die wir nach unten klappen werden, so. Und dann platzieren wir hier einmal zweimal Blackstone Treppen daran, die polisch sind. Und darüber nochmal eine, so. Aber hier vorne einfach nur eine Stufe, so. Dort drauf werden wir jetzt hier oben einmal eine nach unten gerichtete platzieren, so. Und dort wieder eine nach oben gerichtete rauf, jeweils so. Und eine, die nach vorne zeigt, so. Und dann nehmen wir uns nochmal Blackstone-Stufen und werden links und rechts nochmal eine rauf platzieren. So muss das Ganze aussehen. Jetzt sind wir noch nicht fertig, denn wir nehmen uns erstmal hier diese Eisengitter und nochmal Endrods. Und zwar werden wir hier rechts einmal ein Eisengitter, zwei Blöcke hoch platzieren und darauf eine Endrod und hier links ebenfalls. Und dann, meine Freunde, haben wir einen richtig coolen Thron. So. Eine Sache, die ihr jetzt noch machen könnt, ist natürlich, dass ihr in dem Fall einmal einen Skelettkopf darüber platziert. Natürlich nur, wenn ihr es möglich habt, diesen auch zu bekommen, ne? So, als nächstes zeige ich euch, wie man einen Geist bauen kann. Und zwar nehmen wir dafür einfach einen Weberblock und werden dort diese Items, die ich unten in der Leiste habe, benötigen. Als erstes platzieren wir einen weißen Banner und dort dieses Creeper-Pattern rein. Dann nehmen wir einmal schwarzen Ton und werden diesen weißen Banner mit dem Creeper-Logo einmal drauf machen. Nehmen wieder einen schwarzen Ton und werden anschließend dieses Karo-Muster einmal rausnehmen. Dann legen wir den wieder rein und nehmen einmal einen schwarzen Strich in der Mitte, hier diesen hier. Und dann, wenn wir das genommen haben, nehmen wir noch einmal ein weißes Pattern. Und zwar hier, wo dieser Zacken von oben kommt. So, dann legen wir das wieder rein, nehmen nochmal ein weißes Pattern und zwar dieses mit diesen Zacken hier unten. Und nehmen nochmal ein weißes Pattern und werden anschließend dann dieses gekreuzte einfach hier oben nehmen. Und schon haben wir ein Geistgesicht. Mit dem anderen Banner machen wir nur Folgendes. Nehmen wir einmal schwarzen Ton und werden dort diese Zacken von unten einfach nehmen. So. Alles, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist, wir bauen uns einfach irgendwas in die Luft. Sagen wir mal hier zwei Blöcke und hier machen wir es, sagen wir mal, ein bisschen höher. Und hier vorne nochmal direkt auf dem Boden. So, und dann nehmen wir uns einfach den unteren Banner, platzieren ihn hier und den oberen darüber. Und genauso machen wir es hier an diesen Sachen auch. Und schon haben wir hier Geister. Und jetzt nehmen wir uns nochmal weißes Glas und werden hier und werden immer an den unteren Block jeweils nochmal links und rechts weißes Glas platzieren. Und schon haben wir hier Geister, die hier rumtokeln. Die nächste Sache ist auch ziemlich, ziemlich cool. Und zwar nehmen wir uns einfach mal diese Blöcke, die ich hier unten angezeigt habe, hier. Und dort werden wir einfach jetzt mal Bone-Blöcke, also Knochenblöcke, so auch wieder versetzt platzieren, wie wir es bei den Geistern auch gemacht haben. Einfach zum Beispiel so. Die hinteren Blöcke können wegmachen, sie müssen aber auf jeden Fall nach vorne zeigen. Dann habe ich einen Command, der sieht so aus. In dem Fall muss ich hier meinen Namen eingeben. Okay, hier fehlt jetzt noch einmal das hier. So. Und dann bekomme ich ein Item Frame, also ein Item Rahmen. Und zwar ist er unsichtbar. Und da platziere ich jeweils hier und hier einmal auf die Vorderseite eins rauf. Und kann dort jetzt Sachen einfach nur
reinmachen und man sieht den Rahmen nicht. Wie zum Beispiel diesen schwarzen Wollblock. Anschließend gehen wir hier runter. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Und wir werden hier einfach mal diese Ranken platzieren. Und schon haben wir einfach Augen, die hier rumfliegen. Also sieht schon ziemlich cool aus, wie ich finde. Noch eine kleine Sache ist auf jeden Fall, wenn wir Kürbisse haben und ihr die einfach so aufstellt, zum Beispiel bei euch in der Stadt oder so, am besten mit Gesichtern natürlich, oder auch wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann kann man diese ziemlich gut dekorieren, indem man einfach orange Kerzen drauf platziert, egal ob man zwei drauf platziert oder eine. Das sieht trotzdem ziemlich cool aus und sehr detailreich. So, und das macht schon einiges. Und jetzt könnt ihr natürlich überlegen, ob ihr das irgendwann anmacht und so. Ist dann natürlich im Dunkeln besser. Wie sieht denn das im Dunkeln aus? Wir gucken mal. Ja, das hat definitiv schon was und macht auf jeden Fall einen deutlich besseren Vibe für die Halloween-Zeit. Und ja, Leute, das waren meine 15 Ideen, die ich für euch vorbereitet habe. Wie gesagt, für mehr von solchen Videos einfach gerne ein Abo da lassen. Ist für euch nur ein Klick und für mich eine sehr große Unterstützung. Schaut auf meinem Zweitkanal vorbei, denn dort gibt es Tutorials, die es auf diesem Kanal gar nicht gibt. Und vor allen Dingen schreibt mir in die Kommentare, wo ich euch als nächstes dazu ein Tutorial machen soll. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag.